Naja, trotzdem begrüße ich euch zu einer neuen Runde Skywars auf meinem Kanal. Beziehungsweise zur zweiten oder dritten. Ich weiß es nicht genau. Aber es wurde sich gewünscht, dass ich mal ein bisschen Skywars spiele. Dachte ich mir, okay, ich habe zwar nicht mein Lieblingskit in Skywars, aber ich spiele es einfach mal trotzdem, wenn sich die Zuschauer wünschen. Und ja, ich habe heute, denke ich, sogar ein relativ spannendes Thema. Und zwar, es gibt ja, wie soll man sagen, es gibt ja solche Team-T-Shirts, ne? Oder Pullover. Ich hatte gestern einen Pullover im Internet gesehen. Ich habe den so geil gefunden, ne? Und der war so geil, der Pullover, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Das war so ein Pikachu-Pullover, ne? So ein Pullover mit einem Pikachu drauf und ich fand den so cool, ne? Ich habe mich in diesen Pullover instant verliebt. Ja, gab's leider nicht in meiner Größe. Und ich frage mich gerade auch, wie ich den Typen da unten bekommen soll, weil Gomme hat mir wieder auf jeden Fall das beste YouTuber-Equipment geschenkt hier. Finde ich auf jeden Fall supi. Dass ihr so nett seid und mir sowas schenkt. Ich kann aber im Prinzip gar nichts anderes machen, außer raufrennen und den ins Wasser setzen, Leute. Ins Wasser setzen. Der wird mich halt sowas von bekommen. Der wird mich halt sowas von ficken. Ja, er hat gar keinen Schaden bekommen. Oh mein Gott! Ja, MLG King, Leute. Heilige Scheiße. Ich gebe ihm erstmal den absoluten John Cena. Oh mein Gott. Das hat mich gerade so gerettet, ne? Es hat mich gerade so scheiße hart gerettet. Da ich diesen John Cena gegeben habe. Ich bin so tot. Ach du Scheiße. Ey, oh mein Gott. Da kommt ein Typ. Da ist ein Typ. Beide haben so besseres Equipment als ich. Der wird zu 300% ein Web haben. Das kann ich euch jetzt schon versichern. Das ist der Typ da. Doch nicht. Scheiße! Ey, das war aber knappes Ding. Ich hab gedacht, der hat einen Web, sonst wäre ich auf ihn raufgesprungen. Och, schade. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich in noch einer Runde wieder. Jo, Leute. Damit herzlich willkommen zu einem... What the fuck, was mache ich hier? Wir sind jetzt in der zweiten Runde angekommen. Und ich bin gerade vollkommen vom Thema abgeschweift. Wegen dem Scheiß-Game hier schon wieder. Und zwar... habe ich auf jeden Fall solche T-Shirts gesehen und Pullover, ne? Und ich habe mir so gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn... Es gibt doch bestimmt auch solche richtig behinderten Pullover, wisst ihr? Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. So ein Pulli mit einem bestimmten Zeichen drauf, was richtig halt richtig behindert aussieht, ne? Und ich habe mich wirklich so gefragt, wie es wäre, wenn... irgendjemand damit in die Schule kommt. So wie ich reagieren würde, so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn so ein Typ mit so einem richtig behinderten Logo, weißt du, wo sich jeder denkt, wie man sowas anziehen kann, so in die Schule kommt. Da wollte ich euch einfach mal fragen, was ihr zu dem sagen würdet, oder was ihr über den sagen würdet, zu euren Freunden, oder was weiß ich. Das würde mich wirklich interessieren. Ich dachte mir nur, also ich hätte ihn gar nicht angesprochen und den komplett ignoriert. Wäre einfach weitergelaufen und hätte ihn dann immer ignoriert, hätte er mich irgendwie angesprochen oder so. Da war mein John Cena aber gerade eben schon im... Wieso hatte der Typ zwei Enderperlen? Wieso hast du zwei Enderperlen? Ui. GG an dich, Brody. Du waren ein paar schöne Hits, muss ich sagen. Also, war schon gut. Aber so, ich glaube wirklich, ich würde ihn einfach komplett ignorieren. Komplett in Ruhe lassen. Und wenn er die nächsten Tage was von mir wollte, würde ich ihm auch nicht auf WhatsApp antworten oder so. Keine Ahnung, ich finde sowas wirklich... Ich wüsste, glaube ich, wenn... Also,
Wenn man mich wirklich richtig fragen würde, wie ich dann reagieren würde. Ich glaube, ich wüsste es erst, wenn so ein Typ wirklich damit in die Schule kommt. Weil klar, man könnte jetzt so nachdenken, wie man reagieren. Klasse. Ich bin ein guter Spieler. Man könnte zwar klar nachdenken, wie man reagieren würde, aber ob es dann so ist, wenn man dann so wirklich so einen Typen sieht, der dann so in die Schule kommt, das ist dann wieder die andere Frage. Ich hoffe jetzt auch mal, dass ich hier eine geile Runde hinbekomme, weil irgendwie, ich habe jetzt die ganze Zeit schon immer mal so versucht aufzunehmen, aber entweder habe ich scheiße kommentiert, zwar gewonnen, aber halt scheiße kommentiert. Oder mir hat die Runde an sich nicht gefallen vom Gameplay her. Oder halt, ich habe so reingeschissen, dass ich nach 10 Sekunden tot war. Ist nie passiert. Jetzt das Schlimme. Der Typ da wird mich so hart abstauben, wenn ich den hier gefickt habe. Und direkt wieder hochbauen. Wusste ich doch. Wenn der Typ jetzt herkommt und hier... Der war jetzt schon wieder so drauf aus. Ich staub dich ab, Alter. Ich fuck dich richtig ab. Ich staub nur so. Ja, Digga. Ich weiß, dass du das machen wolltest. Jetzt denkt er so sich so. Nee, ich stack mich jetzt. Weil ich gar nicht weiß, ob du ein Web hast. Oder einen Wassereimer. Das Schlimme ist, ich reck nicht mehr voll. Weil ich absoluten Hunger habe. Ah, er hat den MLG auch noch geschafft. Wie soll ich den Typen denn jetzt darunter knocken? Klar, ich kann ihm krasse Kombos geben. Klar, ich kann ihn absolut kritten. Absolut wegficken. Aber wie er die Kombos abwehrt. Oder ob er da in dieses Scheißloch reingeht. Ist natürlich jetzt wieder eine andere Frage. Guck mal, hier ist Essen. Hast du dich da unten... Er hat sich da jetzt ernsthaft eingebaut. Und was machst du? Guck mal. So viel hat dir jetzt dein Einbauen und dein Schwitzen gebracht, Alter. Gar nichts, Alter. Vor allem, Bad Game, GG. Bad Game, Good Game, Leute. Wer kennt es nicht? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo bekomme ich Blöcke her, ohne dass ich den absoluten Zeitaufwand durchgehe, um zur nächsten Insel zu kommen. Guck mal, da ist der Fuldia, der hat wahrscheinlich ein EP. Kommt jetzt hierher, fickt mich mit 3 Hits weg. Und ich dachte mir dann so, ja, war eine schöne Runde, auf jeden Fall Fairplay. Und, ja. Ich glaube, er hat gerade seine EP er hat seine EP noch. Nee, er hat einen Golden Apple in der Hand. Da seht ihr ihn, Leute. Ist das nicht die pure Spannung im Leben? So will man das doch sehen. Guckt euch an, Alter. Guckt ihn euch an, er ist der absolute Pro-Player. Er wird jeden von euch ficken. Egal, was ihr für PvP-Post seid, Leute. Er würde jeden so auseinandernehmen von euch, das glaubt ihr gar nicht. Guckt ihn euch an. Phil1978. Das ist der Zerstörer. Das ist wirklich der Zerstörer. Ne, Phil? Du baust dich jetzt wahrscheinlich über mich und tötest mich dann? So, mit einem Hit? Oder mit 2 Hits? Ja, komm her! Versuch mich zu John Cena, let's go! Komm! Ja, Phil! Mann, Phil, du streckst das Video noch auf 10 Minuten. Phil, was machst du? Willst du jetzt TNT auf mich runterrieseln lassen, oder was? Ist das dein Ernst, Phil? Ey, Phil, Mann. Du bist eine Legende. Phil, hat dir das schon mal jemand gesagt? Du bist so eine Legende, Phil. Phil, ich kann nicht mal zu dir hochkommen, weißt du? Das ist schlimm, Phil. Phil, du warst auf jeden Fall ein guter Spieler. Hat mich gefreut, dich mal gesehen zu haben. Und hat mich auch gefreut, dass dein ganzer guter Stuff runtergedroppt ist. Wenigstens 35 Blöcke hat er übergelassen. Das finde ich super. Wenigstens ein Vernichtnis. Ach du Scheiße, nee. Die Runde ist schon wieder so behindert, nee, jetzt mal ohne Witz. Erst kommt Phil. Nee, erst kam der John Cena. Dann kam Phil. Jetzt kommt wahrscheinlich noch der nächste Player, der mich absolut ficken wird. Da, seht ihn euch an, Leute. Er wird mich absolut auseinandernehmen. Vor allem, guckt euch mein Stuff an. Meins. Seins. Meins. Seins. Meins. Seins. Ja, wollen wir es mit einem flotten John Cena versuchen?
Ist gerade nicht passiert. Das war die beste Runde Skywars, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. What the fuck? Was war das für eine geile Runde? Oh mein Gott. Ich würde gerade sagen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal, ob ich mal öfter so ein Skywars-Video bringen soll, was vollkommen verwirrt, verrückt und behindert ist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Was war das für eine geile Runde? Jetzt mal ohne Witz.